Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 294. Sendung von Sport in Schwerin. Deutsche Meisterschaft Volleyball in der Arena in Schwerin. Der Schweriner SC hat es geschafft nach dem 3:0 hier gegen die Roten Raben Wilsbiburg auch mit einem 3:1 in Wilsbiburg ins Finale einzuziehen. Und da empfängt der Schweriner SC heute den Dresdner SC, der sich durchsetzen konnte gegen den VfB Suhl. Und damit trifft Schwerin auf die stärkste Mannschaft der Liga. Auf Platz 1 hat Dresden die Liga abgeschlossen. Und die wollen das heute und am nächsten Samstag in Dresden mit der Deutschen Meisterschaft krönen. Nur einer steht noch dagegen und das ist ein bärenstarker Schweriner SC, der sich in den Playoffs noch einmal gesteigert hat und Spiele gezeigt hat, wie wir sie nur aus dem Europapokal gegen Baku kannten. Und wir hoffen für die Schweriner, dass das auch heute wieder der Fall ist und wir ein ähnliches tolles Spiel sehen wie gegen die Roten Raben mit Biborg. Es ist unheimlich laut hier, die Halle ist bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt. Selbst Oberbürgermeisterin Angelika Gramko ist hier. Der Anlass ganz klar, das Finale zwischen dem Schweriner SC und dem Dresdner SC. Und vor dem Spiel wird es hier noch eine Ehrung geben. Jetzt werden erstmal die Schiedsrichter vorgestellt. Werden wie immer begrüßt. Hören wir mal kurz rein. Die Dresdner Fans und beginnen mit der Mannschaft von Dresden mit der 1, Silvia Sperl, Maren Apitz mit der 2, Friederike Thieme kommt dann mit der 3, Stephanie Karg vom Mittelblock mit der 4, der Libero, Kerstin Zierlich mit der 5, die 6, Dani Mancuso, die 8, Nicole Schröber, die 9, Tesha Ari, die 11, Grit Müller, die 12, Linda Heldehoff, die 13, Saskia Hippe, die 14, Anna Malu und die 18, Magdalena Grüker. Trainiert wird die Mannschaft von Alexander Weibel und Ulrich Rath. Und jetzt kommen wir zur Heimspielmannschaft im Hinspiel des Finales um die deutsche Volleyballmeisterschaft der Frauen. Lisa Thomsen mit der 1. Eigentlich auf der Libero-Position zu Hause. Mendula Alaraba. Nadja Schaus mit der 3. Mira Toppit. Eine feste Größe im Schweriner Spiel, seit sie wieder fit ist. Maya Parale, große Erfahrung im Schweriner Spiel. Der Kapitän Julia Retzlaff. Patricia Thormann, der heute noch eine Ehrung zukommen wird. Mit der 7. Berit Kaufeld mit der 8. Die Französin im Team, der Schweriner SC, Marie Frick. Ebenfalls Nationalspielerin, die 10, Denise Hanke. Beide fürs Schussspiel. Gefolgt von Sandra Gutsche aus dem Mittelblock. Anja Brandt mit der 12, ebenfalls aus dem Mittelblock. Und last but not least, Janine Völker, der Libero der Schweriner SC. An der Seillinie heute Ture Alexandersson und Andreas Renneberg.
Und jetzt kurz, bevor es losgeht, gibt es jetzt noch eine Ehrung für eben angesprochene Patricia Thormann. Sie ist die wertvollste Spielerin der Bundesliga, wird ihr heute ausgezeichnet. Die Saison ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber sie ist nicht mehr einzuholen. Und die unauffällige, aber effektive und starke Patricia Thormann bekommt diese Auszeichnung nicht zu Unrecht. Und das sorgt natürlich für Riesenjubel hier in der Schwerin Arena. Und das ist natürlich auch ein schöner Moment hier beim definitiv letzten Heimspiel in dieser Saison. Das auf so einer Bühne machen zu können, ist eine große und tolle Ehre für Patricia Thormann. Und das macht die Vorfreude nur noch größer, wenn die beiden besten Mannschaften aus der deutschen Bundesliga und die beste Spielerin der Bundesliga hier heute auf dem Parkett stehen und die deutsche Meisterschaft austragen. Jetzt werden die Spielerinnen hier mit einer Schalparade begrüßt. Auf Schweriner sowie auf Dresdner Seite. Die Dresdner Seite können Sie von hier aus leider nicht sehen. Auf der Schweriner Seite haben Sie kurz sehen können. Und damit sind wir bereit fürs Spiel. Mit Denise Hanke, Janine Völker, Julia Retzlaff, Mira Topic, Nadja Schaus und Patricia Thormann beginnt der Schweriner SC. Und Dresden mit Hippe, Milo, Team Apitz, die jetzt die Angabe machen wird, Zierlich und Müller. Und damit geht es jetzt los. Erster Aufschlag im Finale. Und klasse Ball von Thormann. Gut gerettet von Apitz und nochmal Thormann. Und der erste Punkt im Finale durch die wichtigste Spielerin der Bundesliga. Patricia Thormann, 1:0 für den Schweriner SC. Mira Topic bei der Angabe. Zu 0 für den Schweriner SC, Nadja Schaus. Gut aufgepasst und wir haben noch keine ganze Minute gespielt und ich habe jetzt schon Gänsehaut. Eine Atmosphäre hier in der Halle, das ist unglaublich. Mira Topic. Gut gerettet von Hanke. Erneut von Völker. Topic rettet. Retzlaff scheitert am Block. Und dann der Block von Retzlaff. Und der Ball im Aus. Und damit 13:0 für den Schweriner SC. Und Sie hören das wahrscheinlich, liebe Zuschauer. Welch eine Stimmung hier in der Halle. Und das liegt nicht nur an den Schwerinern, sondern auch großes Lob an die Dresdner. Topic bei der Angabe. Und der Punkt für den Schweriner SC durch Julia Retzlaff, 4:0. Und ich bin ja ein
emotionaler Mensch. Ich lasse mich davon gerne mitreißen, auch von so einer Atmosphäre. Aber wenn selbst unser Kameramann schon Gänsehaut hat, dann hat das was zu heißen. Und ich stehe direkt daneben, ich sehe das. Gänsehautstimmung pur im Finale. Der Ball von Mira Topic ein Stück zu weit, 4:1. Friederike Thieme mit der ersten Aufgabe, der zweiten Aufgabe für Dresden. Schön gespielt von Hanke, Übersicht von Thormann. Chaus mit gutem Block. Und Topic mit dem Punkt für den Schweriner SC. Hat sie Müller angeschlagen. Und Chaus jetzt auch bei der Angabe, 5:1. Und der Ball ist drin. Rechtes Ass von Nadja Schaus, da haben sie Dresdner verschätzt. 6:1, was für ein Auftakt. Nadja Schaus. Wahnsinnig gut geholt von Denise Hanke. Und der Ball von Thormann zu weit. 6:2. Milo mit der Angabe eben. Und Unstimmigkeiten auf der Schweriner Seite. Und der dritte Punkt für den Dresdner SC. Und zu Milo darf er noch angeben. 6:3 für Schwerin im ersten Satz. Klasse Ball von Topic. Guter Block von Retzlaff. Und der Ball im Aus. Punkt für Schwerin von Müller. 7:3 für Schwerin und Nummer 7, der Patricia Thormann. Mit der Angabe. Knapp übers Netz. Und wieder Retzlaff mit dem Block. Gegen Hippe. Und Thormann mit dem Punkt zum 8:3. Die erste technische Auszeit jetzt. Stand 8:3 für Schwerin. Was für ein Auftakt für den Schweriner SC hier in dieses Finale. Saisonabschluss und das hier sind wir eigentlich um 18 Uhr am Montag. Da wird die Gruppe mit den Feiern hier in der Arena am Land des Gott. Was gefeiert werden, das werden wir dann sehen. Das wissen wir heute noch nicht. Und wir wollen uns auch gleichzeitig dran bedanken. So, und jetzt sind wir hier. Die technische Auszeit ist um, es ist ein klein bisschen Ruhe eingekehrt bei beiden Mannschaften. Und Patricia Thormann wird die zweite Hälfte dieses ersten Satzes eröffnen. Und wieder ist es Müller, kein Schwerinerin mehr dran. Punkt für Schwerin, 9:3. Und Julia Retzlaff erneut mit einem klasse Block. Und da gibt es erneut die Auszeit und es gibt sie diesmal vom Dresdner SC.
Das war eben ganz nett und interessant zu beobachten. Der Dresdner Trainer sehr sorgfältig seine Worte gewählt hat und die Schweriner einen eingeschworenen Kreis bildeten. Und Patricia Thormann mit der Angabe. Guter Block von Schaus. Thormann rettet den Ball und Völker bringt ihn rüber. Und jetzt die Chance für den Dresdner SC. Wieder Müller und Janine Völker mit einem tollen Rettungsversuch. Und der Ball von Berit Kaufeld, scheinbar auf Schweriner Seite, Punkt für Dresden, 10-4. Saskia Hippe. Probleme bei Völker. Toppic mit dem gefährlichen Ball und damit die Chance für Schwerin neu aufzubauen. Und Retzlaff durch den Block durch von Karg und Apitz. 11-4. Guter Block von Toppic. Und Denise Hanke drückt den Ball rüber und macht das 12-4 für Schwerin. Und auf Dresdner Seite gibt es da zwei Wechsel. Und Julia Retzlaff mit der Angabe jetzt. Und wenn es irgendeinen Zweifel daran gegeben hat, dass Schwerin hier in dieses Finale gehört, beweisen sie gerade das Gegenteil. Dass Dresden in dieses Finale gehört, ist unumstritten. Als erster der Bundesliga. Müller und Janine Völker mit der Klassenrettungsstart. Und diesmal der Block von Karg und Apit zum Punkt für Dresden. Das klappte noch nicht oft. Und Apit. Und auch Hippe stehen auf der Kippe. Die Karten sind schon verteilt, die Auswechslung könnte kommen. Müller mit der Angabe, Kaufeld, Block angeschlagen. Punkt für Schwerin. 13-5. Berit Kaufeld. Eigentlich gut gesehen, die Lücke auf der rechten Seite von Saskia Hippe, aber der Ball viel zu weit und im Aus. 14-5. Und damit aber erneut Berit Kaufeld mit ihrer so typischen Angabe. Wieder eigentlich das gleiche Prinzip wie vorher. Wieder ist die Schweriner Abwehr da offen und diesmal der Punkt auch. Für Dresden, denn die Tank kommt zu spät, wird nur angeschlagen. 14-6. Stefanie Karg. Retzlaff macht das Beste draus. Und der Ball war noch drinne von Thieme. Punkt für Schwerin. Für Dresden. 14-7 für Schwerin. So rum ist richtig. Stefanie Karg. Und der Ball im Aus. Schlecht abgeschlossen von den Dresdnern. Von Milo. 15-7. Denise Hanke mit ihren gefährlichen und gefürchteten Sprungaufgaben. Der war im Aus. Knapp, aber der Linienrichter hat da die beste Sicht drauf. 15-8.
Maren Appelt. Problem bei der Annahme von Julia Retzlaff. 15-9. Das war klasse gemacht von Denise Hankel. Die eingesprungene Vorlage auf Mira Topic, die den Punkt macht zum 16-9. Zweite technische Auszeit im ersten Satz. Das geben sie hier gerade in der Halle durch, die U14. Frauen des Schweriner SC sind Vizemeister geworden. Und das wird beglückwünscht hier auf großer Ebene. Und die U14 der Jungen sind Dritter geworden bei der Deutschen Meisterschaft. Und die U18 Männer Deutsche Meisterschaft ebenfalls dritter Platz. Beachtlich die Jugendarbeit des Schweriner SC. Sahen Sie auch einen Wechsel an auf Schweriner Seite. Wendela Adler Robba macht sich da fertig. Für Jojo Retzler, wenn ich das richtig gesehen habe, aber erstmal Angabe von Mira Topic. Und Thieme schlägt den Block von Retzler und Schaus an, 16-10. Schön die kurze Variante zwischen Hanke und Tormann zum 17-10. Nadja Schaus kommt zur Angabe. Das macht sich auch der Fanclub bzw. Fanblock der Dresdner hier lautstark bemerkbar. Erster Erfolg, Punkt durch Anna Milo. 17-12. Aber das darf man auch mal lobend erwähnen, an einem Mittwochabend von Dresden nach Schwerin zu fahren, so zahlreich, ist ein Lob wert. Und Retzlaff mit dem Schlag können die Dresdner nur zurückschlagen. Und abgepfiffen. Punkt. Für den Schweriner SC, das war abgepfiffen, bevor der Ball drin war von Berit Kaufeld. Da gab es einen technischen Fehler auf Dresdner Seite. 18-11 für Schwerin. Patricia Thormann. Und jetzt auch der Punkt von Stefanie Karg, 18-12. Und Patricia Thormann geht ja erst aus dem Spiel, da bekommt Lisa Tom. Und bei Dresden ebenfalls der Wechsel, Maren Apitz geht aus dem Spiel und Dani Mancuso kommt jetzt ins Spiel. Saskia Hippe bei der Angabe. Als Netzstreifer und Karg hat er gut aufgepasst gegen Hanke, drückt den Ball rüber, 18-13. Und der Dresdner Fanblock lebt auf, Hippe. Retzlaff wollte ihn rüberheben über den Block.
Gut gerettet. Und der Ball von Müller ist nicht mehr zu retten. 18-14. Jetzt kommt Spannung auf. Und um die erstmal rauszunehmen, Offside von Ture Alexandersen. Ture bestimmt, klar, aber noch nicht in höchster Alarmbereitschaft. Und währenddessen versuchen die Dresdner hier eine Welle zu initiieren. Das gelingt noch nicht. Saskia Hippe. Und Julia Retzlaff mit Urgewalt auf Grittmüller und der Punkt für Schwerin 19-14. Und Linda Helterhoff kommt jetzt für Saskia Hippe ins Spiel und Julia Retzlaff mit der Angabe. Der Ball war nicht im Block, der war im Netz, das Spiel geht trotzdem weiter. Und der Punkt geht an Dresden. Und Sie hören es selbst. Die Arena pfeift, das nicht zu Unrecht. Der Ball war nicht im Block des Schweriner SC, er war im Netz. Und deshalb eine vierte Ballberührung, das wäre eigentlich der Punkt für den Schweriner SC gewesen. Sei es drum. Geht weiter mit Grittmüller bei der Angabe. Janine Völker mit Schwierigkeiten bringt den Ball jetzt rüber. Und Karg mit dem Punkt für Dresden. 19-16. Grittmüller. Gut, gut, den Ball von Scherlich. Und der Heber von Thieme. Vierter Punkt für Dresden, 19-17. Und der Dresdner SC bekommt Oberwasser. Und Ture Alexandersen reagiert mit der zweiten Auszeit. Ja, man kann es hören, die Dresdner wollen ihre Mädels jetzt mit Gewalt nach vorne schreien. Schwerin hält die Halle dagegen. Hanker auf Kaufeld. Gut gerettet, jetzt Kaufeld auf Toppic. Und er ist nicht zu halten von Thieme. 20-17. Berg Kaufeld. Guter Block von Hanke und Schaus und Topic erneut. Gut gerettet von den Dresdnern. Topic rettet für Schwerin.
Retzler für Schwerin, Schaus, Topic und der Punkt für den Schweriner SC. Was für ein Ballwechsel. 21:17. Also wenn man hier einen Hallo-Wach-Effekt gebraucht hat, das war er. Da gönnt uns der Dresdner Trainer mit seiner Auszeit gleich eine Verschnaufpause, die man den Ballwechsel gut gebrauchen kann. Mehrfach gut gerettet auf Dresdner wie auf Schweriner Seite mit dem Abschluss von Mira Topic. Berit Kaufeld darf jetzt also erneut angeben. Thieme gegen den Block von Hank und Schaus. Klasse Blockarbeit da von Mira Topic gegen Dani Mancuso. Und sofort ein Doppelwechsel auf Dresdner Seite. Kuso und Helderhoff sind raus wieder aus dem Spiel. Apitz und Hippe ist wieder da. Berit Kaufeld wieder mit der Angabe. Und der Punkt für Dresden durch Stefanie Karg. Und die darf dann auch gleich das Spiel verlassen. Und dafür kommt jetzt Magdalena Gröker. Muss auch alle seine Richtigkeit haben. Und jetzt Gröker bei der Angabe. Muss man jagen. Sagen, wo die jüngste Spielerin auf dem Feld, Jahrgang 94, spielt hier im Finale der Deutschen Meisterschaften. Schon ein riesen Ding und Mira Topic durch den Block durchgeschlagen zum 23:18. Denise Hanke. Mal nicht so schwungvoll die Angabe. Dafür umso schwungvoller Saskia Hippe. Gegen Mira Topic, die konnte den Block nicht wieder ins Feld bringen. 23:19. Maren Apitz. Als Netzroller der Ball und Patricia Kormann nach Anspiel von Denise Hanke und jetzt heißt es Satzball, Schweriner SC. Mira Topic mit der Angabe. Zu weit. ...24:20. Friederike Thieme wird jetzt versuchen, den nächsten Satzball abzuwehren. Topic mit Problemen und Topic mit dem Ball zu weit. Und der Punkt für den Schweriner SC. Der Ball war abgefälscht und damit 25:20 der erste Satz für den Schweriner SC. Thank you.
geht in den zweiten Satz im Finalhinspiel der Schwerin SC gegen den Dresdner SC. 25-20 gewann der Schwerin SC diesen ersten Satz. Und während die Schweriner dann noch eben die Fahne des Schweriner SC nochmal durch den Fanblock hochziehen, beginnen wir den zweiten Satz mit der Angabe von Denis Hanke. Und Schwerin in derselben Formation, wie man angefangen hat. Und der erste Punkt geht an Dresden. 1-0, noch eine Schweriner Spielerin dran. Und Stefanie Karg mit der Angabe jetzt. Kurze Variante zwischen Hanke und Schaus. Da war der Block eigentlich da, der Dresdner. Aber Schaus mit etwas Glück zum 1-1. Mira Dobic. Klare Ansage von Tura Alexandersen, wo der Ball hin soll. Und aber Probleme auf Schweriner Seite. Kretzlaff mit tollem Block. Hand gerettet und Topic aus dem Hinterfeld. Thieme bleibt am Block hängen und Topic wieder aus dem Hinterfeld. War eine gute Aktion. Redlaff, Hanke, Tormann, Punkt! Für den Schweriner SC. Mira Topic. Patricia Thormann bleibt hängen im Block von Milo und Thieme. Punkt für Dresden 2-2. Maren Appitz mit der Angabe. Der Ball zu weit. 3-2 für Schwerin. Nadja Schaus. Der Ball im Aus, Punkt für Schwerin. Am Feld vorbeigeschlagen, 4-2. Und erneut Nadja Schaus. Da klappt eine Riesenlücke im Schweriner Block. Friederike Thieme nutzt sie zum 4-3. Und Topic wieder aus dem Hinterfeld, diesmal zu weit. 4-4. Thieme. Mit der Angabe. Und der passt genau rein ins Schweriner Feld. 5-4 für Dresden. Friederike Thieme. Redlaff scheitert am Block und Mira Topic. Was für ein Ball. 5-5.
Denn er kratzt sie vom Boden weg und legt ihn übers Netz rüber in das Dresdner Feld und holt damit den Punkt für Schwerin. Patricia Thormann. Und der Ball war ganz sauber drin von Saskia Hippe. 6-5 für Dresden. Zu Milo. Mit der Angabe jetzt. Interessante Variante und Berit Kaufeld schlägt Müller an. 6-6. Gute Angabe von Retzlaff. Probleme bei Dresden. Aber genauso Probleme jetzt bei Schwerin. Da stimmt die Torordnung nicht. Und Müller mit dem Punkt. 7-6. Und wenn ich das richtig gesehen habe, mahnte da Ture Alexandersen auch die Kommunikation an. Hippe. Mit der Angabe jetzt. Und technischer Fehler. Nachdem Retzlaff Angaben Probleme bei der Annahme hatte und jetzt technische Auszeit beim Stand von 8-6 für Dresden. Ja, da hört man auf Schweriner Seite mehr die Spieler, die sich gegenseitig heiß machen, als den Trainer. Und die Dresdner Fans machen ihre Mannschaft heiß. Also ein wahnsinnig toller Alarm hier in der Arena in Schwerin heute. Von der Stimmung in der proppevollen Arena in Schwerin. Von den heimischen Lupi, von den Gästefans aus Dresden. So wie auch von dem tollen Spiel bisher. Und jetzt das Ass von Hippe. Uneinigkeit zwischen Topic und Völker. Und Alexandersen hat dann nochmal nachgesetzt. Hippe wieder auf dieselbe Position, diesmal im Topic den Ball. Und Kaufeld mit dem Punkt für Schwerin, 7-9. Der Ball von Retzlaff nicht zu holen. Punkt. Für Dresden. 10-7 für die Gäste und Müller bei der Angabe. Schöne Variante auf Topic, dann auch erfolgreich. Der Ball vom Block ins Aus. Aber es war sicherlich nicht so gedacht. Von den Isanke, die wollte sicherlich mehr Freiraum freipressen. Aber da hat der Dresdner Block sehr gut aufgepasst. Den Isanke. Bei der Angabe jetzt. Auch keine ihrer schnellen, gefährlichen Angaben. Aber der Ball zu weit im Aus. 8-11. Stefanie Kahn. Hey, 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 hey.
Der Ball im Netz. Und das ist gut für Schwerin, denn Schwerin macht im Moment mehr leichte Fehler. Und deshalb führt hier Dresden im zweiten Satz. Mira Topic. Genau das meine ich. Der Ball zu weit, die Angabe weg, der einfache Punkt für Dresden. 12:9. Und da kann sich der erfahrene SSC verneidlich nur sagen, nicht schon wieder. Apitz. Tormann, klasse Ball. 10:12. Nadja Schaus bei der Angabe. Auch sie war ja von diesem Virus befallen für die schlechten Angaben. Im ersten Satz haben wir davon nichts gesehen. Auch diesmal geht es besser. War klasse gespielt. Von Dresden durch den Block durchgeschlagen. 13:10 für Dresden. Friederike Thieme. Schön gespielt. Hanke auf Tormann. Der Ball wird immer länger. Und dann ist der Block ausgespielt und Tormann kann den Punkt machen. 11:13. Tormann mit der Netzangabe. Kaufeld kommt dazu spät, um den Block zu schließen. Und der Punkt durch Saskia Hippe. Und Lisa Thom kommt jetzt für Patricia Tormann. Anna Zimailo jetzt mit der Angabe für Dresden. Thom war gut geholt und Kaufeld mit dem Punkt für Schwerin. 12:14. Julia Rötzlaff, der Kapitän der Schweriner Mannschaft. Und da ist wieder der Block nicht zusammen zwischen Hank und Kaufeld. Stefanie Kahn nutzt das zum 15:12 für Dresden. Neue Instruktionen für Saskia Hebel. Von der Weibel. Gut geholt. Und Hippe scheitert an Topic. 13:15. Gerrit Kaufeld. Mit der Angabe jetzt. Und Lisa Thompson holt die Halle. Oh, Schaus mit dem schlechten Ball. Und der Block jetzt von Schaus und Hanke. Und der Punkt für den Schweriner SC. Da hat sie gut nachgesetzt. Die Denise Hanke. Und Nadja Schaus bedankt sich, weil sie den Fehlerausgleich von Schaus zuvor. Anschlusstreffer. Oder Anschlusspunkt 14:15. Berit Kaufeld bei der Angabe. Und auch der zu weit. Jetzt technische Auszeit aufgrund des 16. Punktes. 16:14 für Dresden. Und ich sehe ja den kleinen Mann im Kopf von Tuche Alexandersen schon verzweifeln, wenn ich die letzten Angaben des Schweriner SC gesehen habe. Hoffen wir für Schwerin und auch für dieses Spiel, dass es dabei nicht bleibt und man wieder zurückkehrt zu der Sicherheit aus dem ersten Satz. Wenn es da wirklich die Entscheidung gibt, die deutsche Meisterschaft
2011. Kurz vorgemerkt, Silbertenhausen, Mecklenburgstraße, persönlich oder telefonisch. Das hört sich an. Aber wenn man jetzt noch ein bisschen ins Gesicht von Nadja Schaus guckt, hadert mit sich selbst. Und das sollte sie nicht tun. Sie steht im Finale der Deutschen Meisterschaft. Ein Fehler passiert und man ist eine Mannschaft, um ihn wieder auszugleichen. Und dazu gehören alle, wie sie da stehen und selbst die, die momentan nicht auf der Platte stehen. Und auch Nadja Schaus wird wieder einen guten Ball holen. Mit Müller für Dresden. Thomsen. Doppelt, der Ball ist weit aus, keiner dran. Sagen die Schiedsrichter, Doppelt hat es anders gesehen. Sei es rum, 14-17. Müller. Schlechte Abstimmung da zwischen Hank und Schaus. Und Außerhalb von Ture Alexandersen. Und jetzt noch ein Wechsel auf Schweriner Seite. Denise Hanke geht für Marie Frick. Die Französin im Team des Schweriner SC soll jetzt alle für die Spielspiele sorgen. Um dann vielleicht eine neue Sicherheit zu bekommen. Und der erste Versuch. Vanille Julia Retzlaff scheitert am Block. 14-19. Und Adler Robber kommt jetzt für Retzlaff. Und Alexandersen. Mahnt seine Mannschaft anzusprechen. Miteinander zu reden, sich abzusprechen. Grittmüller mit der erneuten Angabe. Doppelt. Scheitert da. Und der leichte Punkt für Schwerin jetzt. Philipp und Stefanie Kark. 15-19 und Patricia Thormann kommt für Lisa Thomsen. Dann tut er die halbe Mannschaft ausgewechselt. Wollen wir mal gucken. Das Auswirkt. Marie Frick bei der Angabe. Wieder der Block nicht zusammen. Da hat man Thormann und Schaus. Deshalb der Punkt für Dresden. 20-15. Und Karp geht aus dem Spiel und Schröber kommt. Zur Angabe. In der Seite muss jetzt noch gewischt werden, um Verletzungen der Spieler auszuschließen. Und Nicole Schröber wird jetzt die Angabe bringen. Rhythmus gebrochen. Ture Alexandersen mit der Auszeit.
So, die Halle hebt sich wieder und jetzt heißt es nochmal neu motivieren. Schröber. Völker kann diesen Satz nur, den Ball nur rüberbringen. Und wieder schließt der Block nicht. Zwischen Schaus und Tormann. Und Thieme macht den Punkt. 21:15. Nicole Schröber. Und bei Schwerin macht sie jetzt auch noch Anja Brandt fertig. Sie wird für Nadja Schaus kommen. Und das hätte meiner Meinung nach etwas früher passieren müssen. Und ein guter Ball diesmal von Schaus. Das wollte mich lügen strafen. Klasse geholt von Tormann und Topic. Mit dem guten Ball hat Dresden sehr gut geholt. Thieme. Diesmal stand der Block des Schweriner SC. Und Tormann. Ball klasse geholt von den Dresdnern. Und der Punkt für den Dresdner SC. Klasse Ball, den haben sie sich verdient. 23:15. Und Anja Brandt jetzt für Nadja Schaus. Der fünfte Wechsel für Schwerin bereits in diesem Satz. Und Topic schlägt den Block an, macht den Punkt. 16:22. Und K kommt bei Dresden zurück für Nicole Schröber. Aber jetzt müsste Schwerin schon einiges ransetzen, um diesen Satz nicht noch abzugeben. Klasse geholt, den Ball von Frick. Tormann macht das Beste draus, der Ball ist immer aus. 17:22. Ein wenig zusammengewurschtelt. Aber wo wir schon mal wurscht sind, das wird Schwerin wurscht sein. Punkt für den Schwerin SC. 17:22. Hippe und Klasse von Frick. Adler Robber, Punkt für Schwerin. Und das war mit einer persönlichen Botschaft von Wendula Adler Robber. Auszeit genommen vom Dresdner SC. Aber noch liegt man 4 Punkte hinten hier vom Schweriner SC. Die Dresdner nehmen deshalb jetzt auch den Schwung raus. Versuchen dasselbe, was Ture Alexandersen vorher schon probiert hat. Nämlich den Schwung des Gegners zu brechen. Weiter geht's nach der Auszeit mit Mira Topic. Schwierigkeiten bei Dresden bei der Annahme. Völker holt den Ball und Adler Robber. Mit Kraft, aber gut geholt von Dresden. Und Hippe. Mit dem Heber und da waren sich uneinig. Völker und Tormann, deswegen ist der Ball weg. 18:23. Maren Appel. Tormann den Ball nicht richtig getroffen und damit heißt es
Satzball Dresdner SC. Völker Schwierigkeiten, klasse von Fred und Thormann. Aus diesem schwierigen Ball machen sie noch den Punkt. 24-19. Und den nächsten Satzball abzuwehren, versucht nun Anja Brandt. Gute Angabe. Und klasse Block von Patricia Dormann. 20-24. Vier Matchbälle noch für Dresden. Anja Brandt erneut, Auszeit genommen von Dresden. Auch das natürlich wieder, um den Rhythmus der Schweriner zu brechen. Auszeit. Ein kleiner Spaß vom Hallensprecher, während Anja Brandt jetzt den letzten Ball macht. Soll noch zu Hause anrufen, es wird später, wir kommen erst morgen, aber jetzt der Punkt für Dresden. 25-20 geht der zweite Satz an den Dresdner SC. Ja, es ist warm geworden in der Schweriner Arena. Zwei Sätze sind rum, etwa eine Stunde gespielt hier. Im Hinspiel des Finales zwischen dem Schweriner SC und dem Dresdner SC. Und es stehen nach Sätzen 1-1. 25-20 ging der erste an Schwerin, 25-20 der zweite an Dresden. Und wir beginnen jetzt wieder wie im ersten, nämlich mit Angabe für den Dresdner SC. Durch Stefanie Karg. Und der Punkt 1-0 durch Mira Dobic. Mira Dobic mit der Angabe. Müller bekommt den Ball noch rüber. Doppelt, Hanke und Retzlaff. Gut geholt von Müller. Und der Ball nicht mehr zu holen, 1-1. Und währenddessen die offizielle Zuschauerzahl durchgegeben aus der Halle. 2096 Zuschauer. Hier in der Schweriner Arena. Maren Appel. Und Patricia Thormann kriegt den Ball rüber und Scherlich kann den Ball nicht mehr holen. 2-1 für Schwerin. Nadja Schaus. Schwerin übrigens wieder mit der
selben Gruppe wie am Anfang des ersten und am Anfang des zweiten Satzes. Auf der Platte. Und der Punkt von Zimailo. 2-2. Frederike Thieme. Jetzt mit der Angabe. Und das war eine eindeutige Ansage vom Dresdner Trainer, aber ich habe nichts verstanden. Aber das war sicherlich nicht gemeint. 3-2 für Schwerin, der einfache Ball. Der soll natürlich ins Netz kommen. Das ist das Problem von Schwerin im Satz Nummer 2. Zu viele einfache Bälle weggegeben. Patricia Thormann. Diesmal haben wir Glück, wieder als Netzroller die Angabe. Und Topic kann den Ball nur noch rüber retten. Aber das ist eine super Lösung, wenn der Block so klappt. Denise Hanke im Block erfolgreich, 4-2. Patricia Thormann. Und klasse Ball von Hippe gegen Retzlaff, 4-3. Zimailo. Und hatte Pech, Julia Retzlaff bleibt am Block hängen, der Ball wäre ausgegangen. Aber dann kriegt sie ihn selber wieder ab und damit hat sie den Ball natürlich berührt. Und damit Punkt für Dresden. 4-4. Oh, Kaufwald versucht das Beste draus zu machen. Der Block der Dresdner steht gut jetzt. Wieder Retzlaff scheitert wieder am Block. Und Thormann. Diesmal am Block vorbeigeschlagen. Und Zimailo kann den Ball nicht holen. 5-4. Da müssen die Schweriner jetzt Mittel finden. Der Dresdner Mittelblock steht jetzt sehr gut. Retzlaff. Es war eigentlich gut von Hanke auf Toppitz, aber wieder steht der Dresdner Block. Fantastische Art zwischen Kahn und Hippe. Fünf zu fünf. Und Kaufeld schlägt Müller an. 6-5 für Schwerin. Und Kaufeld jetzt auch mit der Angabe. Gut gestellt von Schwerin jetzt. Und Nadja Schaus, das war nicht so gewollt mit in die Tanke. Aber Punkt für Schwerin. Das viel zitierte, benötigte Glück war das. Berit Kaufeld. Erneut. 7-5 für Schwerin. Toppelt, klasse Ball und der Ball an der Antenne. Und damit technische Auszeit beim Stand von 8-5 für Schwerin. Hartes Stück Arbeit. Naja, ganz in der Nähe kann ich nicht sagen. Aber wer möchte,
und dann auf jeden Fall von einem ganz anderen Stern zu sehen. Alle Infos und Tickets unter www.tickets.de. Donnerstag, der 23. Juni und am Freitag, der 24. Juni, jeweils um 19 Uhr in der Spielrunde das Spiel Freiburg Deutschland gegen Russland. Und jetzt kommen wir zurück in die Arena stehen. Beide Trainer haben sehr ruhig auf ihre Mannschaften eingewirkt. Klaren Anweisungen. Das ist gerade bei Ture Alexandersen ein Zeichen dafür, dass er recht zufrieden mit seiner Mannschaft ist. Auch wenn sie meiner Meinung nach noch keinen richtigen Weg gefunden haben, den Dresdner Block ein bisschen zu sprengen. Berit Kaufeld. Aber das war nicht so gewollt von Karg, aber er passte perfekt ins Feld. 8:6. Müller. Der Ball im Netz. 9:6 und jetzt springt der kleine innere Schweriner Dresdner Trainer im Kreis, weil diesmal bei Dresden die Angaben nicht so funktionieren scheinen. Schon der zweite im Netz. Tini Tanke. Wieder nicht als Sprungaufgabe, aber sehr gefährlich. Holt den Ball auch Dennis Hanke. Thormann konnte ihn nur als Heber versuchen, der Block stand wieder. Und der Schwerin, der Block nicht. Punkt für Schwerin. Für Dresden. Nicht für Schwerin. Janine Völker konnte den Ball nicht annehmen. Und deshalb darf Stefanie Karg nun angeben 9:7 für den Schweriner SC. Und Mira Topic mit dem Punkt für Schwerin. 10:7. Und Mira Topic jetzt auch mit der Angabe. Hippe aus dem Hinterfeld. Da war mehr möglich für Schaus. Und Retzlaff mit dem Punkt. Gegen Apitz. 11:7 für den Schweriner SC. Und Auszeit genommen vom Dresdner SC. Ja, dann nochmal eine Bestätigung, 2096 Zuschauer hier in der Arena in Schwerin, neuer Zuschauerrekord. Und sie sind alle nicht umsonst gekommen, denn wir sehen ein fantastisches Spiel hier. Mira Topic. Und Retzlaff mit dem Block und dem Punkt für Schwerin. Da waren sie schon sehr früh sehr sicher, dass das klappt. 12:7. Mira Topic. Muss auf Dresdner Seite noch gewischt werden, natürlich. Wir wollen nicht, dass sich da eine Spielerin verletzt, weil sie ausrutscht. Dafür sind die Nachwuchs-Volleyballer hier und helfen beim Wischen. Der Ball im Aus von Mira Dobic, das war knapp. 12:8. Und
Grit Müller geht jetzt aus dem Spiel. Und Silvia Sperl für den Außenangriff kommt bei Dresden. Und Apels mit zu viel Gewalt. Der Ball drüber. 13er. Nadja Schaus. Gute Angabe für den Schweriner SC. 14-8. Nadja Schaus, die jetzt ihre kleine Schwächephase aus dem zweiten Satz abgelegt hat und die zweite Auszeit für den DSC. Und in den letzten beiden Punkten wurde genau das ausgemacht, was ich vorher schon ansprach. Fehlaufgabe Dresdner SC, Angabepunkt für den Schweriner SC. Und deshalb führt auch der Schweriner SC hier mit 14-8. Versucht er jetzt die Stimmung in der Arena mitzunehmen. Vom SSC. Und Nadja Schaus mit der erneuten Angabe. An dieselbe Stelle. Retzlaff mit dem guten Block. Hippe jetzt. Gerettet von Schaus. Tormann ist am stärksten am Netz. Gut geholt, den Ball von Topic. Und Retzlaff scheitert am Dresdner Block. Von Team von Timailo 14-9. Klasse Ballwechsel und der Punkt für den DSC. Team bei der Angabe. Da war nichts mehr zu holen. Apels kriegt den Ball nicht unter Kontrolle nach der Annahme von Scherlich. Und 15-9 deshalb nach dem Punkt von Patricia Thormann. So, da musste nochmal gewischt werden. Das ist jetzt erledigt. Und Patricia Thormann mit der Angabe. Ah, Dresden Probleme bei der Annahme. Und der Ball von Hippe fiel zu weit aus. 16-9 für der Schweriner SC bei der zweiten technischen Auszeit im Satz Nummer 3. Die Dresdner versuchen jetzt ordentlich Stimmung ihrer Mannschaft voranzutreiben, aber wenig Chance gerade in der Schweriner Arena. Und der Trainer reagiert und bringt Schröber für Thieme auf die Platte und den Ball reinbringen wird Patricia Thormann.
Gut gespielt, kurze Variante und Simailo macht den Punkt für Dresden. 16-10. Und Patricia Thormann geht aus dem Spiel jetzt. Lisa Thomsen kommt. Und Simailo ebenfalls mit der Netzangabe. Zu 17 aus der Sicht des Dresdner SC. Und so wie Schwerin den zweiten Satz aufgrund der einfachen Fehler abgegeben hat, scheint Dresden nun den dritten aus selbigen Grund abzugeben. Auch wenn der Ball gut war. Nee, der Ball war aus. Sagt der Linienrichter, damit Punkt für Schwerin. 18-10. Rüber, Problem bei der Annahme, kriegt den Ball aber jetzt noch rüber. Mit Hilfe von Sperl. Und Kaufeld nutzt die Lücke, macht den Punkt für Schwerin. 19-10. Doppelwechsel jetzt auch beim DSC. Apitz geht aus dem Spiel. Manzuko kommt. Und Helderhoff kommt für Hippe. Julia Retzlaff. Der Block nicht zusammen auf Schweriner Seite. Und Janine Völker guckt, dass sie den Kopf wegbekommt. 11. Punkt für Dresden, 19-11. Helderhoff mit der Angabe. Und Mira Topic macht den Punkt. 20-11. Für Schwerin. Berit Kaufeld bei der Angabe. Nadja Schaus angeschlagen von Mancuso. 20-12. Sperl jetzt mit der Angabe. Für Dresden. Retzlaff, Block angeschlagen von Mancuso. Da darf er natürlich eigentlich nicht durch. Und Dresden hat sich gesprochen. Und da gab es nochmal eine klare Ansage von Natascha Schaus an die Dresdner Seite. Und Patricia Thormann kommt zurück für Lisa Thompson. Und Denise Hanke mit der Angabe. Klasse kurz gespielt und abgeschlossen von Stefanie Karg. 21-13. Aber auch wenn die Dresdner hier noch voller Spielfreude mitspielen, wenn ich mir den Dresdner Trainer ansehe, dann haben sie diesen dritten Satz hier bereits abgeschlossen und konzentrieren sich auf den vierten. Karg. Und ein technischer Fehler auf Dresdner Seite. Punkt für den Schweriner SC. 22-13. Mira Topic. Ja, und das muss man vielleicht dazu erklären. In diesem Finale noch kein Okay für diese Angabe von Mira Topic. Wird wiederholt. Die Sätze sind völlig egal hier. Das Einzige, was zählt,
sind die gewonnenen Spiele. Und wenn man hier 3-2 verliert und gewinnt zu Hause 3-0, dann nützt einem das auch nichts. Dann wird ein Golden Set gespielt wie im Europapokal. So hat Dresden das ja bereits einmal gemacht. Jetzt der Punkt für Dresden, weil Ines Sanke den Ball nicht wieder reinbekommt. 22-14. Dresden hat im Halbfinale gegen Suhl das Hinspiel 3-2 verloren. In Suhl gewinnt 3-1 zu Hause. Es interessiert nicht. Beide haben ein Spiel gewonnen. Es wird ein Golden Set gespielt. Den entschied Dresden mit 15-11 für sich und steht deshalb hier in Schwerin im Finale. Und das war klasse, mit Übersicht gespielt von Patricia Thomann. Der Block stand, der Dresdner. Aber gekonnt am Block, vorbeigespielt. 23-14. Nadja Schau. Mit der Angabe. Der Ball ist drüber und damit heißt es Satzball für den Schweriner SC. Nadja Schaus. Schlägt auf zum Satzgewinn. Und ein Ass. Besser kann man einen Satz nicht abschließen. Also der dritte Satz geht mit 25-14 an den Schweriner SC. So, und mit der Musik aus den Hallen Lautsprechern auf den Lippen und guter Laune geht der Schweriner SC in Satz Nummer 4 im Final-Hinspiel hier in der Arena. Schwerin gegen den Dresdner SC. Er steht nach Sätzen 2-1 für den Schweriner SC. Und genau der wird jetzt auch beginnen mit Denise Hanke. Klare Ansage, wo der Ball hin soll von Ture Alexandersen. Da hatten die Dresden auch Probleme. Und die Möglichkeit für Schwerin jetzt. Schaus. Gab es jetzt einen technischen Fehler. 0-1. Stefanie Kark. Und Nadja Schaus mit dem Punkt. Smilo konnte da nichts mehr ausrichten. Und Mira Topic mit der Angabe jetzt. Für Schwerin. Und er soll an dieselbe Stelle kommen wie der zuvor von Denis Hanke. Und Thormann und Schaus mit einem tollen Block. Völker holt ganz stark diesen Ball und Topic bleibt da hängen. Wieder Völker, die den Ball holt, aber der Ball wieder auf der Dresdner Seite. Und Thieme jetzt wieder Völker. Thieme und der Ball ist im Aus, aber es war einer dran. Ne? Das kann weder das Schweriner Publikum noch die Schweriner Mannschaft verstehen. Trainer Ture Alexandersen ruft zur Ruhe auf. Wahrscheinlich das beste Mittel, man kann ja eh nichts dran ändern. 2-1 für Dresden. Und Retzlaff mit dem Punkt für Schwerin, 2-2. Nadja Schaus bringt jetzt den Ball rein. Soweit. Fehlangabe, Schwerin SC.
3-2 für Dresden. Dreht sich das Spiel jetzt wieder um, dann gibt es hier definitiv eine schlechte Seite in der Halle. Friederike Thieme. Ja, technischer Fehler, würde ich sagen. Nein, 4 Ballberührungen auf Schweriner Seite, so zeigen es die Schiedsrichter an. Ah, konnte ich nicht erkennen. 4-2 für Dresden. Und übergegriffen von Dresden, der Punkt für Schwerin. 3-4. Patricia Thormann kommt jetzt zur Angabe. Zweite Fehlangabe, Schwerin SC. 5-3 für Dresden. Anna Zimailo. Und Kaufeld mit dem Punkt. 4-5. Ah, Berit Kaufeld versucht sich da noch größer zu machen, als sie eh schon ist. Das ganze Feld abzudecken. Oh, hat Retzlaff Glück, dass der Ball von Thieme noch genommen wird. Der wäre wahrscheinlich wieder zu weit gewesen. Mira Toppelt und der Punkt für den Schweriner SC. 5-5. Da bald auch ein Ture Alexandersen die Fäuste. Julia Retzlaff. Vielleicht jetzt das Zeichen für bessere Angaben. Auf Schweriner Seite. Gut gespielt. Hebe. Thormann kann ihn nicht mehr bekommen. Aber da war viel Platz für Hebe. Die haben sich schön frei gespielt. Am Netz. 6-5 für Dresden. Topic mit dem ersten und Topic mit dem zweiten und Topic mit dem Punkt. 6-6. Berit Kaufeld. Und der Punkt für Saskia Hebe aus dem Hinterfeld. 7-6 für Dresden. Und Grit Müller mit der Angabe für Dresden. Charles nach der kurzen Variante mit Hanke. Und Schwerin erneut mit der Möglichkeit, wieder kurze Variante auf Schaus. Dresden hat den Ball noch. Hervorragend geholt. Diesmal die lange Variante mit Topic. Wiederholt sich Dresden den Ball. Und diesmal der Punkt für den Schweriner SC. Aber Riesenkämpfergeister bei den Dresdnerinnen. Wird auch belohnt mit Lautsprechchören aus der Dresdner Ecke. Ob Sie das hören, kann man schlecht sagen. Die ganze Arena macht ja einen Heidenlärm. 7-7, Denis Hanke. Und auch der zu weit. Dritte Fehlangabe für Schmarin. 8-7 für Dresden. Technische Auszeit.
Der nächste Erzähler empfängt Schwerin am Samstag am 21. Mai, Spiel gegen 17.30 Uhr in der Marathon Arena in Dresden. Gucken wir auf das zweite Tableau. Da haben wir nochmal die Logos. Hier Dresden Erzähler und auf der anderen Seite dann hier den Schwerin-Sportclub. Und jetzt geht es hier der Arena. Ist die Auszeit um. Und es geht weiter mit Stefanie Karg. Doppelt aus. Was für eine Lücke da zwischen Apitz und Simailo. Und der Punkt für Schwerin 8 zu 8. Hippe aus dem Halbfeld mit Gewalt gegen Staus und Retzlaff und vom Block geht der Ball ins Aus. 9 zu 8 für den DSC. Apitz. Retzlaff Ball zu weit, 10 zu 8 für Dresden. Maren Apitz. Auch der Ball im Netz. 9 zu 10. Aber die Schweriner Aufschläge müssen jetzt definitiv besser kommen. Nadja Schaus. Haben wir in dieser Saison auch schon als alles gesehen. Diese Aufgabe war etwas besser. Retzlaff, klasse am Block. Und Topic Schaus im Hinterfeld. Kurze Variante, nicht zu holen für Schaus. Nach dem Schlag von Simailo. 9-11. Auch der Ball zu weit. Friederike Thieme. 10-11. Auch die zweite Fehlaufgabe auf Dresdner Seite. Patricia Thormann. Als Netzroller. Und der Ball im Aus von Simailo. Ausgleich, 11-11. Und auch Patricia Thormann mit der Fehlaufgabe. Nummer 4 beim Schwerin SC in diesem Satz. Und Lisa Thomsen ersetzt sie. Simailo jetzt mit der Angabe auf Dresdner Seite, werden die Dresdner hier nochmal richtig Alarm machen. Als Netzroller dieser Ball und Torbitsch aus dem Hinterfeld mit einem Punkt. 12 zu 12. Julia Retzlaff. Kommt jetzt zur Angabe. Hey, hey, hey.
erste Variante gespielt. Karg mit dem Punkt für Dresden. 12-13. Saskia Heppe. Und auch die dritte Fehlaufgabe auf Dresdner Seite. 13-13. Ich würde sagen, ihr macht sich die Nervosität breit hier in der Arena in Schwerin. Berit Kaufeld. Gute Angabe, aber Riesenlücke da. Gut geholt von Kaufeld. Und Topic ohne Anlauf. Keine Chance gegen den Dresdner Block, Ape zum Karg. Grit Müller. Bei der Angabe. War eine gute Angabe. Völker holt aber den Ball. Schöner Block von Schaus. Und Hanke für Topic. 14-14. Und Thormann kommt zurück für Lisa Thumpf. Und Denise Hanke kommt zur Angabe. Gute Angabe von Hanke. Und Schaus am Netz mit der Führung für den Schweriner SC. Retzlaff holt die Arena mit. Und Hippe gegen Topic. Der Ball immer aus, 15-15. Und Karg geht jetzt aus dem Spiel. Und Magdalena Grüker. Mit der Angabe. Vielleicht soll die Unbedarftheit dem DSC hier weiterhelfen. Gut geholt noch von Retzlaff. Topic mit einem guten Block. Retzlaff holt den Ball. Topic. Und der Punkt für den Schweriner SC. Und damit geht der Schweriner SC mit Führung in die letzte technische Auszeit. So, und jetzt für die Freunde der Statistik, wer die erste Auszeit geführt hat, hat den Satz immer gewonnen. Wer die zweite geführt hat, aber auch. Und genau dies können wir jetzt nicht mehr von diesem vierten Satz behaupten, denn zur ersten technischen Auszeit führte noch der Dresdner SC, zur zweiten führt jetzt der Schweriner SC. Die Dresdner Fans versuchen alles mit Stimmung. Großes Kompliment aus Schwerin für die Gäste aus Sachsen. Sie tragen hier zu einem guten Stück, zur guten Stimmung und zum guten Rahmen hier heute in Schwerin bei. Natürlich auch die volle Schweriner Halle und selbstverständlich auch die beiden tolle Mannschaften. Und Krüger jetzt wieder aus dem Spiel genommen für Karg, aber zärtlich der Libero momentan auf der Platte. Klasse geholt von Schwerinerinnen mit Reflex. Völker holt den Ball.
Retzlaff scheitert am Block von Zümerlo. 16-16. Maren Apels. Ein Urschrei von Julia Retzlaff, die hier quer durch die Halle ausbrüllt. Recht hat sie, Ball immer aus. 17-16 für Schwerin. Und jetzt sind wir auch bei den Fehlangaben auf Gleichstand. 4-4. Nadja Schaus. Hippe. Erfolgreich, der Block von Kaufeld geht nicht wieder rüber aufs Dresdner Feld, sondern landet im eigenen. 17-17. Thieme geht jetzt aus dem Spiel bei Dresden. Und Nicole Schröber kommt. Für diese Angabe. Ah, kleiner Schubse von Anna Lenke ebenfalls in der Halle. Handballerin von Grün-Weiß-Schwerin. Musste. Hilft dem Balljungen dabei, den Ball wieder ins Spiel zu bringen. Und der Ball, schön geholt von Cimailo. 18-17 für Dresden. Schröber. Tormann gut rübergebracht und Retzlaff mit dem Block. 18-18. Wechsel nochmal. Thieme kommt zurück ins Spiel für Schröber. Patricia Tormann. Adler Robaso kommen jetzt auch gleich. Für Retzlaff nehme ich mal an. Tormann sehr gut aufgepasst bei dem Schlag von Müller. Und Retzlaff scheitert am Block. 18-19. Zimailo. Der ist drin. Und das habe ich auch so gesehen. 18-20. Und Auszeit von Ture Alexandersen. Da hatte sich die Arena gerade erhoben. Sag mal Ruhe. Ja, ich auf Ture so schaue. Ist das, glaube ich, mehr ein Anfeuern. Mehr ein. Gebt richtig rein, gebt alles rein in den Ball. Halt. Noch andere Anweisungen. Gibt noch Instruktionen für Adler Robber. Und der Ball kommt von Cimailo. Und Retzlaff, der Ball im Aus. Punkt für Dresden. 18-21. Und jetzt kommt eben angesprochene Vendula Alaroba für Julia Retzlaff. Cimailo. Wird direkt Adler Robber an und sie scheitert. 18-22.
Er wollte Alexandersen noch eine Auszeit nehmen, weil ihm das Stellen von Adler Robber nicht gepasst hat. Und Torbitt scheitert. Und Julia Rettler kommt zurück. Und Adler Robber geht wieder raus. 18:23. Milo. Retzlaff, diesmal hat sie den Ball. Wieder Retzlaff. Nur gehoben. Jetzt muss der Block stehen. Steht er nicht. Toppitsch gut aufgepasst. Und Tormann, klasse. Hanke hat den Ball noch. Und Retzlaff ist gar nicht da, richtig. Kriegt den Ball trotzdem rüber. Und Julia Retzlaff macht es dann gut mit dem Block. 19:23. Und Rettler wird auch bei der Angabe. Oh, der war knapp, aber gut. Hat Schwerin die Chance. Kaufeld. Kommt wieder rüber. Hanke wieder auf Kaufeld. Und diesmal ist er drin. 20:23. Punkt erkämpft. Aber Schwerin muss jetzt auch. Auszeit Dresden. Beide Mannschaften nochmal richtig eingesprochen auf die letzten Punkte. Julia Rettler. Ein bombastisches Spiel hier in der Schwerin Arena. Und Hippe. Mittelpunkt. 20:24. Satzball für Dresden. Und Apet. Geht runter und Linda hält der Hoffnung. Saskia Hibbel mit der Angabe zum Satzgewinn. Und Kaufeld nochmal Mittelpunkt für Schwerin. 21:24 Kaufeld. Jetzt auch mit der Angabe für Schwerin. Da rennen sich Rettler von Kaufeld über den Haufen. Aber es gibt einen Punkt für Dresden. Damit geht der Satz auch an Dresden. Konnte nur nicht genau sehen, warum. Fakt, der vierte Satz geht an Dresden. 25:21. Okay, die Spielchen sind vorbei. 2:2 nach 4 Sätzen. Jetzt geht's um alles hier in Schwerin. Zumindest im Endspiel. Und 21:20, 20:25, 25:14 und 21:25.
25. Das waren die Sätze bisher. Und jetzt der fünfte Satz. Geht es bis 15. Wer sie zuerst hat, gewinnt. Angabe hat Kark. Und Schaus mit dem ersten Punkt. Kira Topic mit der Angabe. Netzangabe, aber rübergerollt. Und der Ausgleich. Friederike Thieme. 1-1. Maren Apitz. Und Schaus mit dem 2-1. Nach Vorlage von Denise Hanke. Nadja Schaus jetzt auch bei der Angabe. Zu weit, 2-2. Friederike Thieme. Und die Schmeriner Arena steht schon wieder. Und auch der Ball im Netz, 3-2 für Schmerin. Der Ball im Aus, Punkt für Schmerin. Hab ich anders gesehen, 4-2 für Schmerin. Tormann. Und der Punkt für den Schweriner SC. 5-2. Auszeit für Dresden. Weil es nimmt eine gefährliche Richtung an, gerade das Spiel. Für die Dresdner. Vertritt der Tormann nach dieser Auszeit. Wieder mit der Angabe. Der Block ist nicht da von Schmerin. Der Ball drinne von Hippe. Das nickt auch durch Alexandersen ab. Und Lisa Thomsen kommt für Patricia Tormann. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen heute. Und Zimailo mit der Angabe. Die waren gefährlich. Und die waren aus. 6-3 für Schmerin. Julia Retzlaff. Wieder gut auf Hippe. Thomsen steht da, gut geholt. Und Hanke verliert zweimal das Duell gegen Müller am Netz. 6-4. Saskia Hippe. Ja.
Wurde jetzt etwas geändert, da hat sie die Aufschlagseite gewechselt. Schön gerettet von Völker, Topic. Guter Ball, aber ebenso gut geholt auf Dresdner Seite. Schön geholt von Thomsen. Topic mit dem Punkt für Schwerin. 7-4. Berit Kaufeld. Und das war ein guter Ball von Hebe. 7-5. Rittmüller jetzt aus dem Spiel, Nicole Schröber rein ins Spiel. Topic, gut geholt von Scherlich. Ja. Topic mit dem Block und der Ball war aus. Topic kann es nicht fassen, der hatte sich schon gefreut. Ja. 7-6 anstatt 8-5. So, jetzt auch auf Anzeigetafel. Ströber. Und wieder Topic. Zu weit. 7-7. Das feiert Dresden wie einen vorn entscheidenden Punkt. Schröber wieder. Und er war drin. Julia Rettler verschätzt sich. 8-7 für Dresden. Technische Auszeit. Und nicht nur das, sondern auch Seitenwechsel. Die Dresdnerinnen fordern jetzt ihre Fans auf, Stimmung zu machen, und die Schweriner Spielerinnen tun ihr ebenso. Schröber. Das läuft diesmal besser. Fehler. Auf Schweriner Seite. 9-7. Und Schröber darf erneut. Auszeit genommen von Tura Alexandersen. Nicole Schröber, jetzt also wieder bei der Angabe. Topic scheitert am Dresdner Block von Karg. 7-10. Und jetzt kommt Marie Frick. Führt in die Tanke. Am heutigen Tag sicherlich nicht die schlechteste Alternative. Wollen wir sehen, ob die Französin die Vorstellung von Alexandersen halten kann. Der Ball zu weit. Erstmal Punkt für Schwerin. Und Tormann kommt für Thomsen.
Und Müller kommt wieder für Schröber auf Dresdner Seite. Und Frick mit an. Garber und Thomsen holt die Zuschauer. 8-10. Wahnsinn, noch gut geholt von Johnny Völker, aber da war Frick schon einen Schritt zu weit. Und das Nägelkauen hier in Schwerin geht weiter. Krüger kommt jetzt für Karg und soll erneut die Angabe machen. Netzangabe. Da geht keiner richtig hin und am Ende kriegen sie ihn doch gerade so rüber. Und das war nichts von Apet. Punkt. Für Schwerin. 9-11. Da hat die Dresdner schon fast gefeiert. Miratovic. Und Karg wieder im Spiel für Kröker. Klasse Block von Rettler und Schaus. 10-11 und Sie müssen sich Lisa Thomsen angucken, die können Sie leider nicht sehen. Wie Sie mitgehen an der Seite, Auszeit Dresden. Die Schweriner Halle ist wieder dabei. Miratovic. Frick auf Retzlaff und durch den Block durchgeschlagen. Julia Retzlaff, 11-11. Miratovic. Und das war gut gespielt und ein toller Punkt für den Dresdner SC durch Friederike Thieme. 11-12. Maren Apitz. Frick auf Tormann, das war gut gespielt. Thieme kann den Ball hier abfangen. Und Simailo bekommt ihn nur noch ab 12-12. Nadja Schaus. Nadja Schaus. Und der Punkt von Hippel, weil Toppel den Ball nicht annehmen kann. 12-13. Thieme. Gut geholt. Das ist wieder uneinig auf Schweriner Seite mit Völker und Topic. Und der Ball von Block im Aus nach dem Schlag von Retzlaff, 13-13.
Also wer hier Spannung erwartet hat, wurde auf jeden Fall belohnt. Patricia Thormann. Klasse Block von Retzlaff, der Punkt für Schmerin. Und das ist der Matchball für den Schmeriner Sportclub. Patricia Thormann. Aufschlag zum Matchgewinn. Nein, der Ball ist weg. Und damit Punkt für Dresden, 14-14. Zymailo. Der Ball soll wieder Richtung Topic, Retzlaff geschlagen werden. Topic hat den Ball. Kaufeld, der Punkt für Schmerin. Durchgedrückt. Erneut der Matchball für den Schmerin SC. Julia Retzlaff. Schlägt auf. Zum Matchgewinn. Thormann hat ihn. Topic. Und der Sieg für den Schmeriner SC. Der Schmeriner SC siegt 3-2 im Finalendspiel gegen den Dresdner SC in einer völlig ausflippenden Schmeriner Arena. 25-20, 20-25, 25-14, 21-25. Gewinnen die Schmerinerinnen nach einem Wahnsinnsspiel mit Spannung, mit tollen Ballwechseln, mit allem, was der Volleyball zu bieten hat, in einer vollen Arena. Und da kommt letztlich an meine Grenzen. Ich bitte zu entschuldigen, ein bisschen emotional, aber und lasse jetzt alleine mit den letzten Impressionen von diesem tollen Spiel. Hier Alexander und du darfst von mir ein bisschen anfangen, unsere Werbung ein bisschen mitbringen. So, das war das erste Spiel. Heute Abend hier im Finale. Rückspiel in Dresden. Tja, hast du das anders gedacht? Ja, also zunächst mal Glückwunsch an den Schmeriner SC zu diesem Sieg. Ich denke, man hat gesehen heute, warum diese beiden Mannschaften im Finale der deutschen Meisterschaft stehen. Mir war klar, dass es ein enges Spiel werden würde. Ich denke, Schwerin ist ein bisschen besser angekommen. Waren wir ein bisschen fehlerhaft zu Beginn. Dann war es ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten ein gutes Niveau im Angriff. Und am Ende sind Kleinigkeiten ausschlaggebend für das Ganze. Es ist halt im Volleyball so, es gibt keine Unentschieden, aber wir nehmen viel Gutes für uns mit. Die Atmosphäre in der Halle war toll. Ihr seid tolle Fans von eurer Mannschaft, unsere Fans waren klasse. Wir hatten ein sehr gutes Schiedsgericht, muss man auch mal so sagen. Und insofern sind wir nicht allzu traurig und freuen uns auf das letzte Spiel am Samstag. Alexander, ja, danke. Applaus hier von der Gästetrainer. Ist das überhaupt möglich heute Abend? Du sagst, das waren wirklich nur Kleinigkeiten, die überhaupt auszumerzen. Und da wo du sagst, wenn du da besser gewesen wärst, wäre hier heute was drin gewesen. Oder war wirklich nachher ein Teilblick, die Entscheidung, wo du sagst, ja, dann ist es jetzt so. Gut, im Teilblick ist es halt so, wir haben eine gute Ausschlagsserie, das ist jetzt die Schwelle von Rot. Und auch ein guter Aufschlag, wenn wir gespielt vielleicht, das sind die Kleinigkeiten, brauchen wir nicht darüber diskutieren, was halt eine Rolle spielt.
ist der Halbpokal. Da pusht es die eine Mannschaft halt immer noch mal so ein bisschen. Wir haben letzte Woche da nicht gespielt, auch in Sulm 3-2 verloren. Zu Hause dann auch relativ klar gewonnen, weil unser Publikum und unsere Halle natürlich sehr schwer zu spielen ist, auch für die Schweriner Mannschaft natürlich. Sie wissen jetzt, dass sie gut wie groß sind. Auf der anderen Seite macht es glaube ich auch ein bisschen Druck, wenn man weiß, dass man so nah dran ist. Also Schwerin muss den Schritt erstmal noch gehen bei uns und da freue ich mich heute schon drauf. So, dann kommen wir mal zu den sportlichen Fakten. Der Schweriner Sportclub hat hier heute Abend seine Hausaufgaben gemacht. Das heißt, ihr müsst jetzt dringend gewinnen und dann kommt es ja wieder zum Golden Set. Da habt ihr schon Erfahrung. Also dieser Modus, der ja nun mal für die Zuschauer auch immer spannend ist, der macht es ja fast schon wahrscheinlich, dass man, wenn man ein Top-Team auswärts spielt, vielleicht mit der Niederlage auch kalkulieren muss und dann eben das Ganze zu Hause zurechtdrücken muss. Das ist uns letzte Woche gelungen, in Sulm. Wir sind überzeugt, dass wir es auch jetzt im Rückspiel hier schaffen werden. Aber die Ausgangslage ist klar und ist schwierig. Aber unsere Fans werden über 3000 in der Halle haben, die werden schon das Leben dazu holen, um die Mannschaft zum Sieg zu tragen. Also, Dankeschön an Alexander Weibel, der Trainer vom Dresdner SC. Es war nicht anders zu erwarten. Ich denke mal, ein 3-2. Gut, jetzt haben wir die glückliche Hand gehabt. Ich nehme jetzt mal das Mikrofon weg, kann sein Wasser aufmachen. Ich begrüße Torwart Alexandersen, sein Statement zum Spiel. Ja, zuerst 2100 Zuschauer hier heute. Danke, danke, danke schön an euch. Das war wirklich toll. Fünftgesatz, ein bisschen Glück gehabt, 11-8 Rückstand. Haben uns glücklicherweise gefangen und zum Schluss auch, ich bin ein bisschen verdient geworden. Wenn die zwei Sätze wir verlieren, habe ich ganz einfach so viel Eigenfehler. Aber neun Eigenfehler und macht dann das fast 40% von den Punkten von Dresden. Und das ist ein bisschen zu viel. Im dritten Satz macht ihr ein Eigenfehler und gewinnt schon 14. So, ja, es liegt für beide Mannschaften ganz einfach, nicht alle Mannschaften zu viele Punkte zu schenken, weil ja, an diesem Level musst du jede Möglichkeit genauso ausnutzen. Aber selbstverständlich, wir sind sehr zufrieden, wir spielen so ein bisschen höher und tiefer, aber 3-2 oder 3-3 ist scheißegal. Und wie Alex auch sagt, wir freuen uns auch extrem auf Samstag. Wir haben auch in Dresden oft sehr gute Spiele gespielt und auch gewonnen. Und wir wissen ganz genau Bescheid, es wird eine heiße Kiste mit garantiert so ungefähr 3500 Zuschauern mindestens. So, wir kriegen nichts umsonst, das wissen wir Bescheid. Aber jetzt muss Dresden das Spiel gewinnen. Und ja, mal schauen. Wir haben uns auch gegen Fitzgerald gesteigert, beim zweiten Spiel so vielleicht. Alles ist drin. Und ja, ich freue mich, dass wir gehört und euch das hergeben an unser letztes Spiel diese Saison. Und für die gesamte Saison Dankeschön. Ja, das war unser Trainer beim Schwerin SC, Torwart Alexandersen. Ja, wir brauchen ja auch gar nicht weiter rumdiskutieren. Wir haben die Hausaufgaben gemacht, jetzt ist der Dresdner SC gefragt. Es wird wahrscheinlich dann so enden, weil es ja diese Logik bei der deutschen Volleyballliga vorliegt, der Golden Set. Und wir kommen jetzt zur Wahl der besten Spielerin heute Abend. Deine Meinung von allen Statistiken im Grunde genommen weggenommen. Wir haben ja heute schon eigentlich Patricia Thormann geehrt. Sie war schon die wertvollste Spielerin. Aber heute kann hier Alexander nochmal aus seiner Sicht die beste Spielerin beim Schweriner Sportclub wählen. Ich denke, es ist immer schwierig, wenn die Mannschaft uns sehr gut spielt, einzelne dann noch mal zu nennen. Es hätte sicherlich mehrere schwierige Spielerinnen gegeben, so wie auch in meiner Mannschaft, die diese Ehrung bekommen hätte sollen. Ich habe mich für die entschieden, mit der wir heute noch am meisten Probleme hatten, und das war eben die eben schon genannte Patricia Thormann.
natürlich besonders. So, Max Witzer, kommt noch mal kurz hier an die Seite und Alexander gibt natürlich auf. Und natürlich hat jetzt Tobe Alexandersen auch die Wahl, die beste Spielerin heute Abend beim Dresdner SC. Nummer 13 ist Saskia Hippe. Saskia Hippe, die Nummer 13 beim Dresdner SC. Und ich hoffe, das ist auch mal eine Halle. Ja, wir begrüßen Sie hier nochmal ganz herzlich. Wir würden uns freuen, dass Sie hier nochmal ganz kurz dazu steht. Saskia. Gut, wir wollen das nicht hier auf die lange Wand schieben, aber ich glaube, sie ist da. Und sie kommt! Sie kommt! Und auch nochmal einen herzlichen Glückwunsch, Saskia, bitte! Für Tore Alexandersen als beste Spielerin gewählt. Und Saskia kommt ja auch nochmal zu uns. So, und wir fangen jetzt, wir brauchen nochmal zwei Statements. Ich will euch gar nicht kompliziert machen. Saskia, jetzt ist das Spiel vorbei. Ihr empfangt uns jetzt in Dresden. Ihr habt ganz knapp 3-2 verloren. Auf geht's und wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Ja, natürlich, ich bin niedergeschlagen in der Niederlage, das ist wirklich normal. Auf der anderen Seite wissen wir, dass man auch ein Konzept gewinnen kann. Das haben wir am Sonntag bewiesen und es natürlich schon erzählt. Ja, gegen Zürich. Ne? Und eure Halle wird wahrscheinlich wieder ausverkauft sein. Also wünschen wir euch natürlich auch viel Glück auf der Heimfahrt. Jetzt kommen wir nochmal zu Patricia Thormann. Nochmal ein Statement zu deiner Wahl. Du hast die Statistik gewonnen, wertvollste Spielerin in der deutschen Volleyballliga. Heute nochmal 2 Punkte dazugeholt. Das wäre deine nächste Goldmedaille. Und wie fahrt ihr jetzt nach Dresden? Okay, eine klare Ansage. Alexander, was wollt ihr dagegen halten? Ja, habe ich ja schon gesagt. Natürlich werden beide Mannschaften das Ziel haben, dieses Spiel zu gewinnen. Alles andere wäre ja auch ein bisschen doof. Und dann könnten wir gleich die Goldzeit spielen. Insofern nehmen wir das zur Kenntnis. Aber Patti wird verstehen, dass wir natürlich da eine ganz andere Auffassung dazu haben. Ist mir klar. Schenken wir uns nichts. So, das letzte Wort hat für Alexander. Kapitel nochmal auf von unseren Fans. Auf geht's nach Dresden. Du hast das Wort. Ich weiß nicht, ob es gibt noch Tickets jetzt, aber ich möchte so viel von euch auch in den Rest am Samstag. Das ist ein schöner Fakt. 5 Stunden. Los, Leute. Wir brauchen die Hilfe. Normalerweise sagt man guten Tag und wir wünschen den Dresdner SC eine angenehme Heimfahrt und wie natürlich, dass wir heim nach Dresden kommen zum großen Finale und deutsche Meisterschaft. Und dann kann keiner mal was verhindern, die Herr Bessel gewinnen. Alles Gute. Schön, dass ihr da wart. Tschüss.